Ja, Neues aus dem Sonnensystem. Was neu ist, ist natürlich immer eine Frage der Definition. Für mich ist vielleicht nicht allzu viel neu in dieser Präsentation und für einige ist alles neu in dieser Präsentation. Deshalb nehmen wir das mit dem Neu jetzt nicht so ernst, dass es nur das ist, was zum Beispiel im letzten Jahr entdeckt wurde, sondern es geht vielmehr darum, was ist eigentlich interessant und überraschend am Sonnensystem, was man vielleicht nicht so erwarten würde, entweder als Laie nicht erwarten würde, aber auch Wissenschaftler finden viele Sachen im Sonnensystem, die überraschend anders sind, als dass sie eigentlich bis dann gedacht haben. Und auf solche Dinge möchte ich heute Abend eingehen. Nach einer kurzen Motivationseinführung, zwei Folien, warum mich das Thema eigentlich interessiert, werde ich dann kurz das Sonnensystem an sich vorstellen, damit alle wieder im Bilde sind. Was ist das eigentlich genau? Was gehört alles dazu? Das ist ein Schnelldurchlauf quasi durch das Sonnensystem. Und dann schauen wir uns diese Besonderheiten an, Anomalien. Das Wort bedeutet ja alles, was vom Normalen abweicht. Also alles Dinge, wo man denkt, hey, das stimmt etwas nicht oder das hätte ich nicht so erwartet. Das sind sehr interessante Aspekte, was man da alles findet. Und ein kleines Kapitel noch am Ende, der fünfte Planet. Man wird vielleicht sagen, es gibt doch schon mehr als fünf Planeten, warum der fünfte Planet? Das sehen wir dann nachher, wenn es soweit ist. Gut, ja, meine Motivation für das Ganze. Mich hat schon immer die Frage interessiert, das Sonnensystem hat sehr viele Hinweise auf irgendwelche katastrophale Ereignisse. Das wird von der gängigen Wissenschaft auch so genauso gesehen. Man ordnet aber diese Katastrophen immer dem allerersten Anfang des Sonnensystems zu. Man sagt, am Anfang, wo das Sonnensystem so aus einer Gasscheibe zusammen mit der Sonne entstanden sein soll, da gab es sehr viel Durcheinander und da sind dann auch sehr viele Katastrophen passiert. Wir werden nachher sehen, dass das bei vielen dieser katastrophalen Ereignisse, die man sehen kann, eine große Frage ist, ob das wirklich schon so lange her ist oder dass sie eigentlich in viel jüngeren Datum zugeordnet werden müssten, was natürlich dann diese Theorie an sich in Frage stellt. Und das sieht man an verschiedenen Sachen, zum Beispiel Himmelskörper, die asymmetrisch mit Kratern übersät sind oder auch überhaupt die Frage nach den Ringen des Saturns, wo kommen die her, bestehen aus ganz anderem Material als Saturn selbst, das ist eine sehr spannende Frage. Und da gibt es noch so ganz seltsame Sachen, dass bestimmte Himmelskörper in die falsche Richtung drehen, was man aufgrund der normalen Entstehungstheorie gar nicht erwarten würde. Deshalb ist eben die Frage, wenn sehr vieles auf Katastrophen hinweist, die vielleicht auch nicht allzu lange zurücklegen, ist dann das ganze Sonnensystem vielleicht auch jünger als bisher angenommen? Müssen die Entstehungstheorien revidiert werden? Und wenn ich jetzt hier über jung spreche, dann rechne ich mit jung im Vergleich zum vermeintlichen Alter des Sonnensystems. Normalerweise geht man davon aus, dass das Sonnensystem so zwischen 4 und 5 Milliarden Jahre alt ist, so alt soll auch die Erde sein, heißt es. Und zum Beispiel wurde bislang immer behauptet, die Ringe des Saturns, die seien genauso alt wie das Sonnensystem, also auch 4 bis 5 Milliarden Jahre alt. Heutzutage liest man in den Berichten, dass man eher davon ausgeht, dass sie maximal 100 Millionen Jahre alt sind. Da sagt man, ja, 100 Millionen ist immer noch sehr viel. Aber wenn man das vergleicht mit 5 Milliarden, dann ist das ein Faktor 50 weniger. Also das ist so eine riesige Diskrepanz. Und das ist für mich dann so eine Anomalie. Und jetzt finde ich spannend, mich mit solchen Sachen zu beschäftigen. Ich bin aber sehr vorsichtig mit finalen Antworten. Wir Christen neigen oft dazu zu sagen, okay, dann muss es so sein oder es muss so sein. Und 5 oder 10 Jahre später muss man das wieder zurücknehmen, weil neue Erkenntnisse da sind. Ich bin da etwas vorsichtiger. Ich suche diese Abweichung vom Normalen und sehe die einfach als Indiz dafür, dass mehr los ist als der reine Zufall, als die reine Natur, sondern dass Gott hier sicherlich auch mit einer Rolle gespielt hat. In welcher Form genau, ist natürlich aus diesen Beobachtungen selbst nicht 1:1 direkt abzulesen. Ja, das Sonnensystem. Was gehört denn eigentlich dazu? Nun, selbstverständlich die Sonne. Als einziger Stern, über den ich heute Abend rede. Wir haben vorher am Anfang bei der musikalischen Einführung schon über andere Sterne gesprochen. Die klammere ich in diesem Vortrag alle komplett aus. Nur die Sonne ist die einzige, die da vorkommt. Dann natürlich die Planeten, die um die Sonne drehen. Die Monde, die wir aber wieder um Planeten drehen. Dann
kleine Sterne sind in Wirklichkeit nicht wirklich Sterne, Asteroiden, sondern das sind kleine Brockstücke, die auch um die Sonne sich bewegen zwischen Mars und Jupiter. In diesem Bild hier angedeutet mit Ceres. Ceres ist aber nur der größte von denen. Es gibt Hunderttausende davon, von diesen Asteroiden. Und dann gibt es auch noch außerhalb von den Neptunbahnen, gibt es noch den Pluto, der ein Zwergplanet ist, und dann außerhalb noch Kuipergürtel-Objekte. Sehr viele Objekte, von denen man noch nicht allzu viel entdeckt hat, aber man vermutet, dass viele mehr da sind, weil sie so weit weg sind, sehr schwer zu entdecken. Aber die Instrumente werden ja zunehmend besser. Um mal ein kleines Gefühl zu bekommen, von welcher Größeordnung wir jetzt sprechen, wenn wir vom Sonnensystem reden, der Abstand von Erde zur Sonne, wird auch astronomische Einheit genannt, beträgt 150 Millionen Kilometer. Und die Sonne selbst hat einen Durchmesser von ungefähr 1% davon, also 1,4 Millionen Kilometer. Wenn man jetzt mal vorstellen würde, wir würden in einem Flugzeug sitzen und es würde nonstop direkt von der Erde zur Sonne fliegen. Wie lange braucht das denn, das Flugzeug? Mit 1000 Stundenkilometer wäre das Flugzeug 17 Jahre unterwegs. Das gibt so ein bisschen das Gefühl, wo die Sonne eigentlich ist, die uns jeden Tag bescheint und man denkt, die ist ja sehr nah, aber 17 Jahre wäre man unterwegs. Bis zum Pluto, also in die andere Richtung, außer an den Rand des Sonnensystems, ist es 40 Mal so weit, das sind 40 astronomische Einheiten, dann wären es also 680 Jahre. Wir wissen, dass so ein Flugzeug ja in 1,5 Tage, anderthalb Tage wirklich um die Erde fliegen kann, am Äquator wären es 40.000 Kilometer, das sind also 40 Stunden. Beim Jupiter wäre das schon deutlich länger, da würde das Flugzeug 18 Tage brauchen, weil Jupiter deutlich größer ist wie die Erde. Und bei der Sonne wäre das Flugzeug ein halbes Jahr lang unterwegs, um einmal um die Sonne herumzufliegen. Auch hier eine Idee, wie groß das eigentlich alles ist. Wenn aber dieses gleiche Flugzeug bis zum uns nächstgelegenen Stern fliegen würde, Proxima Centauri, wäre das Flugzeug 4,5 Millionen Jahre unterwegs. Das ist, wie gesagt, der nächstgelegene Stern. Um diese Distanzen besser zu überbrücken, müsste man dann eigentlich eine andere Einheit finden. Die nutzen die Astronomen ja auch, das nennen sie Lichtjahren. Das Licht ist ja deutlich schneller wie so ein Flugzeug. Das geht mit 300.000 Kilometer pro Sekunde. Bis zum Mond wäre das eine gute Sekunde, bis zur Sonne 8 Minuten, bis zum Pluto 5,5 Stunden und bis zu diesem nächsten Stern ist das Licht dann gut 4 Jahre unterwegs. Hierin können wir schon sehen, dass die Distanzen im Sonnensystem schon ziemlich groß sind, aber im Vergleich zu den Distanzen zwischen den Sternen ist das alles sehr nah. Deshalb ist das Sonnensystem auch der Bereich, den wir noch mit unseren Raumsonden bereisen können, und ich denke, es ist jedem schon klar, die Raumsonden sind deutlich schneller als ein Flugzeug, sonst würden sie viel zu lange brauchen, um zum Beispiel bis zum Pluto zu fliegen. Das geht heutzutage in wenige Jahren und nicht so wie hier in 700 Jahren. Das wäre für uns nicht mehr interessant, denke ich. Ja, wenn man jetzt in diesem Bild von der Sonne den Jupiter einzeichnen würde, dann würde er ungefähr so groß sein. Der Jupiter ist jetzt am Nachthimmel deutlich kleiner, weil er weiter weg ist. Aber hier ist er ja eingeblendet, wenn er so weit weg wäre wie die Sonne, dann würde er diese Größe haben. Wenn wir die Erde dann in der gleichen Distanz sehen würden, das ist dann der kleine blaue Punkt dort. In Wirklichkeit ist er sogar noch ein bisschen zu groß. Wenn ich ihn noch kleiner mache, dann sieht man den gar nicht mehr. Also etwas kleiner als der hier eingezeichnete Punkt. Fangen wir mal in kurz Durchflug durch das Sonnensystem bei der Sonne selbst an. Die Sonne ist ein Stern, ein ganz normaler Stern, und zwar in jeder Hinsicht normal. Qua Größe, qua Masse, qua Lebensdauer, erwartete Lebensdauer aufgrund der Wasserstoffverbrennung und auch qua Oberfläche, Temperatur. Ein völlig unauffälliger Stern, würde man sagen, langweilig, dass wir so eine Sonne haben. Aber in Wirklichkeit ist das sehr notwendig, denn wenn die Sonne etwas variabel wäre, wie es viele Sterne sind, dann hätten wir natürlich ein Riesenproblem. Die Helligkeit der Sonne ist sehr, sehr konstant und das ist für das Leben auf der Erde natürlich sehr wichtig, denn eine Variation von nur 1 oder 2% wäre für uns schon katastrophal.
Wenn man die Sonne nicht in normalem Licht betrachtet, sondern in Röntgenlicht, dann sieht man auf einmal, dass auch außerhalb der Sonne sehr viel Aktivität da ist. Da gibt es sogenannte Protuberanzen. Da wirft das Magnetfeld der Sonne heiße Materie nach außen und da kommen dann auch Strahlen also hochenergetische Strahlung kommt von der Sonne, bewegt sich auch Richtung Erde und die Erde hat aber Magnetfeld und das Magnetfeld schirmt diese Strahlung ab. Nur an den Polen, als Polarlicht zu sehen, kommt diese Strahlung der Erde näher, ansonsten geht sie an ihr vorbei. Auch hier wieder ein wunderschönes Konzept, das dafür sorgt, dass die Erde abgeschirmt ist von dieser gefährlichen Strahlung. Das innere Sonnensystem wird in der Regel betrachtet als die sogenannten Gesteinsplaneten, die eine feste Oberfläche haben, Merkur, Venus, Erde und Mars. Und dann auch die Asteroiden werden dazu gezählt. Das Bild, was man hier sieht, ist aus einem Computerprogramm, was ich vor, ich glaube, schon vor fast 20 Jahren mal angefangen habe zu entwickeln, weil mich auch die Bahnen der Asteroiden insbesondere interessiert haben. Und wenn man jetzt das Ganze ein bisschen nach innen bewegt, also das, was man vorher gesehen hat, ist jetzt nur der innere Kreis mit den Asteroiden. Und da sieht man dann auch die Außenplaneten, die sind aber anders. Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun sind alles sogenannte Gasplaneten, Gasriesen, deutlich größer wie die Innenplaneten und bestehen wirklich aus Gas und haben keinen festen Kern oder höchstens ganz im Zentrum vielleicht, aber keine Oberfläche, so wie wir die von den anderen Planeten kennen. Die ersten Bilder, die uns von diesen Planeten gekommen sind, die waren von den Pioneer 11, die Voyager 1 und 2, die so in den 90er Jahren diese erste Erkundungen in das Weltall hinein unternommen haben und dabei sehr viele interessante Bilder geschossen haben. Von einigen Planeten, also insbesondere von Neptun und Uranus, haben wir bislang nichts mehr, weil da seitdem nie einer mehr hingeflogen ist. Deshalb waren das wirklich sehr interessante Raummissionen. Inzwischen sind viele erfolgt. Wir wissen, dass insbesondere der Mars sehr stark im Visier ist von den Wissenschaftlern. Man möchte über den Mars alles erfahren. Da sind inzwischen, glaube ich, im Moment 4 Missionen gleichzeitig unterwegs. Gerade diese Woche haben es die Chinesen auch geschafft, auf dem Mars zu landen. Natürlich ohne Menschen. Das sind nur Geräte, die dahin fliegen. Der Merkur ist ein sehr kleiner Planet, der sich sehr nah an der Sonne befindet und deshalb für uns fast in der Regel nicht zu sehen. Man muss schon genau wissen, wo man hinguckt und natürlich sehr vorsichtig, weil sehr nah an der Sonne ist natürlich die Gefahr von Augenverletzungen auch sehr groß. Ein bisschen größer wie unser Mond, aber wenn ich einfach nur das Bild zeigen würde, dann denke ich, würde 90% sagen, das ist der Mond, weil die kann man fast nicht auseinanderhalten. Die Venus als nächster Planet ist völlig anders. Sie ist fast so groß wie die Erde. Sie hat aber eine ganz dichte Gashülle und es ist schrecklich heiß auf der Venus. Also den Treibhauseffekt, der uns im Moment so viel Sorgen macht in unserer ganzen Klimadebatte, der hat auf der Venus komplett massiv zugeschlagen. Auf der Oberfläche der Venus haben wir eine Temperatur von über 400 Grad Celsius. Und die Wolkendecke ist auch so dicht, da wird nie jemand durchschauen können. Wenn man also Bilder von der Venus sieht, wie dieses Bild hier links, dann ist das immer ein Radarbild, was man durch Abscannen der Oberfläche gemacht hat, aber nicht, weil es von außen so zu sehen wäre. Die Venus, weil sie ja der Sonne näher steht als die Erde, hat auch diese Phasen, die auch der Mond hat, das heißt, je nachdem, wo sie steht in der Bahn, kann man sie tatsächlich auch halb sehen oder ein Viertel oder gar nicht. Und das ist ja ähnlich wie bei unserem Mond. Natürlich braucht man ein gutes Fernrohr, um das zu unterscheiden. Und weil sie von uns aus gesehen immer Richtung Sonne steht, aber mal auf der einen, mal auf der anderen Seite, ist die Venus auch gleichzeitig morgens denn und abends denn, je nachdem, auf welcher Seite sie gerade steht. Und am Himmel sehr leicht zu erkennen. Also wenn gut vor Sonnenaufgang ein ganz heller Stern in der gleichen Richtung wie die Sonne zu sehen ist, dann ist es ganz klar die Venus. Ja, in dem Vortrag heute wird es nicht über Erde und Mond gehen. Das wäre ein eigener Vortrag. Also wenn man Erde und Mond als Planet und Mond betrachtet, da gibt es so schrecklich viele Besonderheiten.
Das würde den Rahmen des heutigen Vortrags sprengen, deshalb klammere ich das aus, obwohl es mir leid tut, weil darüber gibt es sehr viel zu sagen. Ich muss ganz kurz was holen. Ich denke, der ein oder andere kennt oder hat vielleicht schon diese DVD, der privilegierte Planet. Und diese DVD behandelt genau dieses Thema, was ist so besonders an Erde und Mond, was macht sie als Gestirne bzw. als Planet und zugehöriger Mond besonders und was bedeutet das für das Leben und auch für die Wahrscheinlichkeit, dass überhaupt Leben auf diesem Planeten existiert. Das wird klar gemacht, dass das so unwahrscheinlich ist, dass das wirklich ein sehr starkes Indiz für Schöpfung ist. Ja, der nächste Planet, wie gesagt, das ist der im Moment der am meisten im Fokus der Wissenschaftler steht, der Mars. Ein Rätselplanet, von der Größe her zwischen unserem Mond und Erde, also zweimal so groß wie der Mond, zweimal so klein wie die Erde. Ungefähr 1,5 astronomischen Einheiten weg, das heißt nochmal halb so weit weg wie die Erde von der Sonne. Ein Rätselplanet, der sehr viele Fragen aufwirft, ein ganz besonderer Planet. Die rote Farbe ist natürlich besonders. Sehr viele Hinweise, dass es auf dem Mars früher sehr viel Wasser gegeben hat, auch wenn man heute nicht viel mehr davon sieht, obwohl es noch Spuren gibt. Aber es ist ziemlich klar, dass sehr viel Flüssigkeit auf jeden Fall auf dem Mars geflossen ist und man geht stark davon aus, dass es alles Wasser war. Aber was der Grund dafür war, die Ursache, ist ein großes Rätsel und man weiß das einfach nicht. Der Mars hat, wie gesagt, auch eine Atmosphäre, den wir aber leider nicht einatmen können, weil kein Sauerstoff drin ist. Und was auch sehr interessant ist, auf dem Mars gibt es den größten Vulkan im Sonnensystem mit einer Höhe von 24 Kilometer, das heißt dreimal so hoch wie der Mount Everest und das auf einem Planet, der nur halb so groß ist wie die Erde. Also vom Verhältnis her wirklich ein sehr besonderer Vulkan. Es ist ein wirklich ein Vulkankegel, der da aus der Mars herausragt. Ja, und dann zwischen Mars und Jupiter befinden sich dann sehr viele Asteroiden. Ich habe schon gesagt, es sind ja inzwischen mehrere hunderttausend bekannt und es kommen täglich welche hinzu, die entdeckt werden. Die man hier sieht, sind all die, die schon mal von einer Raumsonde besucht worden sind. Das sind also insgesamt schon recht viele. Und zwar im richtigen Größeverhältnis dargestellt. Also der Große in der Mitte, Lutetia, der wurde mal besucht, hat eine Größe von mehr als 100 Kilometer. Aber es sind auch ganz kleine dabei, die nur 1-2 Kilometer groß sind und trotzdem interessant waren. Wir kommen nachher noch auf einem davon zu sprechen. Aber man sieht ganz klar, das sind keine runden Objekte, die sind so klein, dass sie eine willkürliche Form fast haben. Sie bestehen auch aus ganz unterschiedlichen Materialien. Auch das ist eine interessante Geschichte, warum die so unterschiedlich sind. Dann der Jupiter, der nächste Planet, der größte Planet in unserem Sonnensystem. Der hat ein Zehntel der Durchmesser von der Sonne, also ein Riesenplanet. Und man betrachtet Jupiter oft als verhinderte Sonne, was bedeutet, der müsste nur ein bisschen schwerer sein, dann würde in seinem Innern die Temperatur durch den Druck des Gases so hoch werden, dass da eine Wasserstoffzündung initiiert würde, dann würde er auch anfangen, Wasserstoff in Helium zu verbrennen und würde dann wie ein Stern leuchten. Aber wie gesagt, dafür ist er noch gerade ein bisschen zu klein. Ja, der Jupiter hat sehr viele Monde und vier davon sind hier abgebildet, Io, Europa, Ganymed und Callisto. Die werden die sogenannte galileische Monde genannt, weil man die mit dem einfachen Fernrohr schon entdecken kann, wenn man den Jupiter sieht und deshalb von Galileo Galilei damals auch schon entdeckt wurden. Man sieht, dass sie ganz unterschiedlich sind. Der Io zum Beispiel, der ist vulkanisch sehr stark aktiv, also das wäre nicht so nett, da auf dem Planeten, auf dem Mond rumzuspazieren mit so viel Schwefel und aktiven Vulkane, da sollte man lieber wegbleiben. Der nächste Planet ist vielleicht der spannendste überhaupt im Sonnensystem wegen seinem Ringsystem, der Saturn. Ein bisschen kleiner wie der Jupiter, aber trotzdem ein ziemlich großes Ding. Und diese Ringe bestehen aus Wassereis. Und Wassereis findet man ansonsten auf dem Saturn überhaupt nicht. Ja, der besteht aus Wasserstoff hauptsächlich und aus anderen Gasen, aber kein
Wasser, Dampf oder überhaupt Sauerstoff ist da mit dabei oder nur in Spuren. Und deshalb geht man grundsätzlich davon aus, dass die Ringe nicht mit dem Saturn gleichzeitig entstanden sind, sondern irgendwann später hinzugekommen. Ich komme dann nachher noch kurz darauf zu sprechen. Ja, und dann die zwei nächsten Planeten, Uranus und Neptun. Das sind ja fast wie Zwillinge, sehen ein bisschen ähnlich aus, sind auch fast gleich groß, ungefähr viermal so groß wie die Erde. Und wie gesagt, von den beiden haben wir bislang nur die Bilder von Voyager 2 aus 1986 und 1989. Aber aktuell wird eine Mission geplant, allerdings bis der mal realisiert ist, dann sind wir alle wahrscheinlich mindestens 10 Jahre älter. Ja, und dann der Pluto, der irgendwann mal ein Planet war und später dem Planetsein abgesprochen wurde, weil er so klein ist und jetzt als Zwergplanet im Sonnensystem gilt, mit seinem Begleiter Charon. Über den haben wir in letzter Zeit sehr viel gelernt, weil es die Raummission New Horizons gab und die hat sehr viele Neuigkeiten darüber entdeckt. Und das kommt nachher bei den Anomalien auch nochmal zurück. Ja, heutzutage ist auch sehr viel, wird gesprochen über Exoplaneten. Auch das würde den Vortrag heute sprengen, darüber allzu viel zu sagen, aber ich lege trotzdem mal eine kleine Werbepause für Exoplaneten ein, weil das ein super spannendes Thema ist. Wir haben in unserer Fachgruppe auch einen, der Albrecht Ehrmann, der auch sich ein bisschen spezialisiert hat darauf, kann man auch im Studium Integrales Journal nachlesen. Im letzten waren Artikel auch darüber. Und ja, es werden immer mehr Planeten entdeckt um Sterne herum. Jetzt haben wir vorher gesehen, wie weit die Sterne weg sind und deshalb ist es nicht so einfach, da Planeten zu entdecken. Trotzdem gelingt das heutzutage mit sehr genauen Instrumenten. Allerdings die Bilder, die man da links sieht, das sind alles Fantasiebilder. Ja, also man kann eine Schätzung machen über die Größe und wie weit sie von einem Stern entfernt sind, aber so ein hochauflösendes Bild, wo man die Oberfläche sehen würde, das existiert überhaupt nicht davon. Das muss auch klar sein. Was hier aber interessant ist, wenn man so im Größenvergleich den Jupiter links, die Erde in der Mitte oben sieht und jetzt wird von diesen Exoplaneten wird immer so berechnet, wie ähnlich sehen sie die Erde. Ja, weil die Leute sind ja super daran interessiert, einen Planeten zu finden, der so wie ist wie die Erde. Und da gibt es den sogenannten Earth Similarity Index, der sagt, wie ähnlich ist der Erde. Und da wird sowohl nach der Größe geschaut, aber auch nach, wie weit ist er von seinem Gestirn entfernt, weil das etwas darüber aussagt, ob zum Beispiel flüssiges Wasser dort existieren könnte, was ja gemeinhin als Voraussetzung für Leben genommen wird. Und dann sieht man zum Beispiel, wenn man diesen Similarity Index für den Mars berechnet würde, wäre er bei 0,6. Das ist schon ziemlich ähnlich, aber trotzdem wissen wir auf dem Mars, naja, wir würden auf jeden Fall dort nicht leben können. Aber Neptun zum Beispiel, der sieht der Erde überhaupt nicht ähnlich, mit nur 0,18. Und umso höher dieser Wert ist, wenn er bei 1 wäre, wäre es exakt wie die Erde. Und jetzt sieht man ganz links vorne, die sind ja sortiert nach diesem Index, der am meisten mit der Erde übereinstimmt bislang von den Exoplaneten, die man gefunden hat, ist Proxima Centauri B. Und jetzt ist interessanterweise Proxima Centauri genau der Stern, der uns am nächsten ist. Und genau bei dem hat man bislang den erdähnlichsten Planeten gefunden, was natürlich für viele Aufregung dann auch gesorgt hat. Wow, direkt unser Nachbarstern hat schon eine zweite Erde, so ungefähr. Und was ich jetzt mitgebracht habe, ist ein interessantes Bild. Das muss man sich kurz verinnerlichen. Weil was ist das nämlich für ein Stern? Diese Proxima Centauri ist ein ganz kleiner Stern, der sehr lichtschwach ist. Also man kann ihn auch nur mit Teleskopen entdecken. Man kann ihn nicht am Himmel sehen. Und das bedeutet, dass dieser Planet, damit er erdähnlich ist, muss er sehr nah an diesem Stern dran sein, weil dann ist er nämlich in dem Bereich, wo Wasser existieren kann. Also weil dieser Stern so lichtschwach ist, muss er sehr nah dran sein, um genug Wärme zu bekommen. Und jetzt sieht man links, wo wäre die Sonne und dann der Bahn von dem Merkur. Merkur ist ja der nächstgelegene Planet zur Sonne. Also wenn wir bei Merkur sind, dann würden wir alle verbrennen, weil die Sonne so heiß ist. Aber dieser Planet, man sieht das auch im rechten Bild, ist sogar noch viel näher, als dass der Merkur an der Sonne ist, damit er in diesem bewohnbaren Bereich kommt. Also wenn
das schon ein interessanter Planet ist, dann auf jeden Fall völlig anders, mit einer sehr schnellen Umrundung. Also ein Jahr dauert dann nur noch wenige Tage. In 11 Tagen umrundet er den Stern statt in einem Jahr und so weiter. Also wie gesagt, das war nur ein ganz kleiner Ausflug, Exoplaneten, die würde ich sonst ausklammern. So, das war der Kurzdurchflug durch das Sonnensystem. Ich habe jetzt noch nicht über Kometen gesprochen, aber bei den Anomalien kommt das nochmal zurück. Einige ältere Anomalien, also alt in dem Sinne, dass sie schon lange bekannt sind, aber für Sie als Zuhörer vielleicht doch neu, zum Beispiel die Tatsache, dass die Venus sich in die falsche Richtung dreht. Die Drehrichtung aller Planeten um die Sonne ist gleich. Also wenn hier die Sonne ist, dann drehen sie alle genau in die gleiche Richtung um die Sonne. Und auch um ihre eigene Achse drehen sie auch in die gleiche Richtung wie in die Drehrichtung. Also alles dreht in die gleiche Richtung. Das wird normalerweise als Indiz dafür gesehen, dass alles gleichzeitig entstanden ist. Umso erstaunlicher, wenn man das annimmt, ist die Tatsache, dass das eben nicht für alle gilt. Und die Venus, die dreht in die falsche Richtung. Wenn die Erde in die eine Richtung dreht, dreht die Venus in die andere Richtung. Das ist sehr ungewöhnlich. Außerdem dreht sie sehr langsam. Und da gibt es ja noch eine weitere interessante Sache, das ist mit dem Uranus. Wir haben jetzt hier mal wirklich aufgetragen von Merkur bis Pluto alle Planeten, und zwar wie weit ihre Achse gekippt ist gegenüber der Ekliptik, also die Drehrichtung um die Sonne. Wir wissen zum Beispiel bei der Erde, dass es 23 Grad sind, was bei uns die saisonale Wirkung hat, mit dem wir Sommer und Winter bekommen, und was auch bekanntlich für die Erde ein sehr optimaler Wert ist, um zu maximieren, in welchem Bereich man zum Beispiel wohnen und leben kann. Der Mars ist ähnlich gekippt wie die Erde, der Jupiter kaum, der Saturn ein bisschen mehr, aber der Uranus, der liegt wirklich komplett umgekippt. Und jetzt kann man es schon in den Entstehungstheorien verstehen, dass die nicht alle genau wie der Jupiter fast gerade stehen, dass sie ein bisschen gekippt sind, kann verschiedene Ursachen haben, aber dass sie komplett auf der Seite liegen, das ist dann fast ein bisschen zu viel. Und deshalb hat man bei Uranus da auch echt Erklärungsprobleme. Und das Interessante ist, nicht nur der Uranus ist auf der Seite gekippt, sondern auch die Monde, die um den Uranus herumdrehen, die drehen genauso auch, von uns aus gesehen, sozusagen in der gekippten Richtung, die sind quasi mitgekippt. Und auch das ist eine sehr erstaunliche Geschichte, von der man im Prinzip nicht weiß, wie das entstanden sein kann. Dann gibt es noch zwei ähnliche Sachen bei Monden von den Planeten. Also der Triton, das ist der größte Mond von dem Neptun, so ähnlich groß wie unser eigener Mond. Und dann Phoebe, ein kleiner Saturnmond. Die drehen in der falschen Richtung um ihren Planeten herum. Also nochmal, die Erde dreht ja in eine Richtung um die Sonne, er dreht sich um sich selbst, um seine eigene Achse auch in derselben Richtung, und der Mond dreht sich auch in die gleiche Richtung um die Erde. Da ist alles normal, in Anführungsstrichen. Aber bei der Triton bewegt sich in die falsche Richtung um den Neptun herum. Und Phoebe macht das auch beim Saturn. So, der einzige Mond vom Saturn, der in die falsche Richtung um den Saturn dreht. Jetzt ist es bei Phoebe, sagt man ja, gut, das ist halt ein eingefangener Asteroid und der kam halt zufällig von der falschen Richtung und ist dann eingefangen vom Saturn, kann ja passieren. Aber bei den größeren Monden geht man normalerweise davon aus, dass sie zusammen mit dem Planeten entstanden sind und deshalb die gleiche Drehrichtung haben müssen. Und bei Triton ist das nicht der Fall und deshalb vermutet man jetzt, dass Triton ebenfalls nicht mit dem Neptun zusammen entstanden ist, sondern später eingefangen. Aber die große Frage ist, wo kam er dann her? Ja, das ist halt eben ungeklärt. Entschuldigung. Jo. Ja, dann die Saturnringe. Ich hatte schon gesagt, die sind ein absolut faszinierendes Phänomen. Die Scheibe ist sehr, sehr dünn. Also wenn Sie sich mal eine CD vorstellen, ja, ist natürlich sehr dünn im Vergleich zur Breite, also wie so eine dünne Platte. Die CD ist aber viel zu dick, wenn man dann einen Vergleich machen will mit den Saturnringen. Das Ringsystem hat eine Dicke von ungefähr 30 Meter, aber das auf eine Ausdehnung von 100.000 Kilometer. Also das ist ja wirklich sehr, sehr dünn.
Und es gibt auch Momente, wo die Erde so steht, dass wir die Ringe von der Seite sehen, oder besser gesagt, man sieht dann gar nichts mehr. Ja, weil dann, wenn man wirklich von der Seite drauf schaut, ist es so dünn, dass es weg ist. Und da ist eine sehr spannende Frage. Man kann sich fragen, kann das überhaupt existieren? Warum fällt das nicht auseinander? Das hat damit was zu tun, dass der Saturn abgeplattet ist. Der dreht sehr schnell um seine Achse und besteht ja aus Gas. Das heißt, am Äquator ist er deutlich breiter wie an den Polen. Und das verursacht, dass die Gravitation so wirkt, dass sie in der Äquatorebene von oben und unten Dinge zusammendrückt. Das heißt, wenn ein Teil von dieser Ringe nach außen aussehen würde, dann wird es sofort wieder nach unten korrigiert. Das heißt, das wird vom Saturn selbst in diese Form gehalten. Das ist also nicht die große Frage. Die große Frage ist aber, ob die Ringe an sich stabil sind. Und es gibt sehr viele Hinweise darauf, dass sie das nicht sind. Dass sie langsam ausdiffundieren, sich gegenseitig auch beeinflussen und auf Dauer verschwinden. Und deshalb ist heute die allgemeine Erwartung, die Ringe gab es vielleicht vor maximal 100 Millionen Jahren, es gibt auch welche, die sagen vor viel kürzerer Zeit, und werden auch irgendwann wieder verschwinden, weil sie das dauerhaft nicht in der Form behalten können. Und das bedeutet, dass wir, so wird in der Astronomie dann argumentiert, dass wir in einer ganz besonderen Zeit leben, nämlich in der Zeit, wo wir zufällig diese Ringe sehen können. Wenn wir früher gelebt hätten, hätten wir sie nicht gesehen, später würden wir sie auch nicht sehen. Und das Interessante ist, von solchen Phänomenen gibt es noch viel mehr im Sonnensystem. Ich werde die heute nicht alle auflisten können, aber Stellen, wo man sagt, dann ist das etwas Besonderes, was gerade zufällig heute auftritt und wir leben zufällig in der richtigen Zeit, um das zu beobachten. Und wenn das zu oft vorkommt, dann muss man sich irgendwann die Frage stellen, ist dann die Annahme überhaupt korrekt, dass es ein Zufall ist, oder sind die Grundannahmen insgesamt falsch, dass es eben nicht zufällig ist, sondern etwas Normales, aber dann stimmt etwas an den ganzen Entstehungstheorien nicht. Ich hatte schon gesagt, es gibt sehr viele Hinweise auf Katastrophen im Sonnensystem. Die bloße Existenz von Kometen ist schon eine große Frage. Da komme ich gleich nochmal kurz drauf. Auch die Asteroiden, wo kamen sie her? Gab es die immer schon? Ist da etwas passiert im Sonnensystem, wodurch sie entstanden sind? Was war das denn genau? Dann haben wir die Dinge, die wir schon genannt haben, mit den Bahnen, die nicht in Ordnung sind. Und dann gibt es auch immer wieder die Frage nach dem vielen Wasser. Ich habe schon gesagt, auf dem Mars gab es mal viel Wasser offensichtlich. Da sind jetzt nur noch Spuren von zu sehen. Aber einige Monde, zum Beispiel von Saturn und von Jupiter, haben sehr viel Wasser. Ein kleiner Mond von Saturn zum Beispiel, Enceladus heißt er, der ist von einem riesigen Eispanzer bedeckt. Und da ist ja auch die Frage, wo kommt das viele Wasser her? Und dann gibt es noch die Tatsache, dass viele Planeten und Monde Krater haben, die aber nicht gleichmäßig verteilt sind. Dazu muss ich kurz was sagen. Wenn ein Krater durch einen Einschlag entsteht und die Einschläge kommen, sag mal, von Asteroiden oder von Meteoriten, die ja im Weltall umschweren, dann wird man erwarten, so alle 10.000 bis 20.000 Jahren, vielleicht dauert es auch länger, schlägt mal ein so ein Ding auf den Mond ein. Und dann schlägt mal wieder einen auf der Erde ein und dann wieder einen auf den Venus und so weiter. Aber insgesamt über sehr lange Zeiträume wird man dann erwarten, dass ja, dass sie von allen Seiten gleichmäßig viele Krater bekommen, weil es sich einfach über eine lange Zeit verteilt. Wenn man sich aber dann die Bilder anschaut, dann bekommt man einen ganz anderen Eindruck. Zum Beispiel ist das unser eigener Mond. Die eine Seite links ist die, die wir kennen, weil das ist das Gesicht des Mondes, das sich immer die Erde zudreht, weil der Mond genauso langsam um seine Achse dreht, wie er um die Erde dreht, deshalb sehen wir immer die gleiche Seite. Die Rückseite des Mondes wurde erst von den Apollo-Missionen in den 70er Jahren entdeckt oder gesehen zum ersten Mal und man war total überrascht zu sehen, dass die Kraterverteilung dort eine ganz andere ist. Ein zweites Beispiel ist dieser Neptunmond Triton. Man sieht auf der unteren Seite, es sieht fast so aus, als wäre da ein riesen Schwall, irgendwas, Eis, was auch immer es gewesen ist, da drauf geklatscht. Also ein einmaliges, plötzliches Ereignis, was dann auch wieder vorbei war. Damit kann man das erklären. Aber nicht mit einem Ereignis, was sehr lange dauert.
das würde es gleichmäßig über den Planeten verteilen oder über den Mond. Ein anderes Beispiel ist dieser Mond Miranda von Uranus. Man sieht, da gibt es wirklich ganz klare Hinweise auf ziemlich schlimme Katastrophen, die da passiert sind, damit solche Strukturen überhaupt auf dem Mond entstehen können. Ein weiteres interessantes Beispiel ist Japetus, ein Saturnmond. Man sieht, auf der linken Seite ist er sehr dunkel. Das ist jetzt kein Schatten, sondern das ist wirklich eine dunkle Schicht, die da drauf ist, und die ist wirklich nur auf der einen Seite dieses Mondes zu sehen. In dem Fall gibt es allerdings eine Erklärung, aber ob die wahr ist, das wissen noch nicht alle Wissenschaftler sicher. Und zwar geht man davon aus, dass der Saturn nicht nur die sichtbaren Ringe hat, sondern auch unsichtbare Ringe, die noch viel weiter herausgehen wie die sichtbaren, und dass dieser Mond quasi immer durch dieses Ringsystem hindurchgeht und deshalb von der einen Seite dann mit Ruß bekleckert wird. Ja, ob das die richtige Erklärung dafür ist, weiß ich nicht. Ich habe es nur in einem Artikel gelesen als Vorschlag. Auf dem Mars, habe ich gesagt, gibt es schon sehr viele Hinweise auf Wasser. Und eine interessante Geschichte, die vor einigen Jahren mal in den Medien war, finde ich sehr interessant. Da gibt es hier eingefärbte Gebiete auf dem Mars. In Wirklichkeit haben sie natürlich nicht diese Farbe, aber das Bild oben zeigt ein Gebiet in Blau, was tiefer liegt, und die anderen Gebiete, Rot und Grün, die liegen höher. Und hier gibt es einen Bereich, den man markiert hat mit Weiß, wo man sagt, da war früher mal gefüllt mit Wasser. Und das Wasser hat sich dann einen Weg gebahnt durch eine Schlucht, die man oben im Bild sieht, und unten ist das vergrößert, und hat sich diese Hochebene schlagartig entleert in diese Tiefebene und das ganze Wasser aus dieser Ebene rausgelaufen. Und dabei hat dieses Wasser, weil das Wasser ja so viel Kraft hat, eine 2 Kilometer tiefe, 700 Kilometer lange und 20 Kilometer breite Schlucht entstehen lassen. Die heißt Ma'adam Wellish. Das Interessante ist, dass die Wissenschaftler davon ausgehen, dass das innerhalb von wenigen Monaten entstanden sein kann. Und wenn man das jetzt mal diese Schlucht vergleicht mit dem Grand Canyon in Arizona, dann sagt man, okay, Grand Canyon 1,6 Meter tief, also nicht so tief wie diese Ma'adam Wellish, 450 Kilometer lang, also weniger lang, 60 bis 30 Kilometer breit, also ähnlich breit. Und da soll der Colorado River Millionen von Jahren benötigt haben, um das auszuschleifen. Warum geht das auf dem Mars in wenigen Monaten und auf der Erde dauert es Millionen Jahre? Spannende Frage, die man sich stellen kann. Weil auch im Colorado, beim Colorado River im Grand Canyon Bereich gibt es auch Hochebene und tiefe Bereiche, also die Erklärung könnte dort genauso sein wie hier. Eine andere spannende Frage ist, wo all das Wasser dann geblieben sein soll. Was auf jeden Fall ziemlich klar ist, dass die rote Farbe des Planeten, das ist Rost. Der ist einfach sehr eisenhaltiger Boden auf dem Mars und das Wasser hat sich mit dem Eisen verbunden als Rost. Der Wasserstoff ist aus der Atmosphäre entwichen, weil der Mars eine geringe Gravitation hat. Also die Erklärung ist schon lange bekannt, aber spannend ist natürlich, wo das Wasser ursprünglich herkam und so schnell wieder abgeblieben ist. Ja, dann gibt es im Sonnensystem sehr viele Hinweise auf Vulkanismus. Und warum sind die so interessant? Weil Vulkane bedeuten ja immer etwas, was aktiv ist. Eine Aktivität vom Inneren des Planeten heraus oder vom Inneren des Mondes heraus. Und aufgrund von der Plattentektonik, wie zum Beispiel auf der Erde, kann man erwarten, dass bei den größeren Planeten, Gesteinsplaneten, dass da so eine Aktivität ist, wie bei der Erde. Allerdings, normalerweise geht man davon aus, dass wenn das Sonnensystem wirklich so alt ist, dass zum Beispiel der Merkur schon lange so abgekühlt ist, dass das nicht mehr geht. Auch der Mars wird schon so lange abgekühlt, dass das auch nicht mehr geht. Und das staunt man dann, dass zum Beispiel dieser große Vulkan, der Olympus Mons auf dem Mars, dass der tatsächlich im Moment noch aktiv zu sein scheint. Also man sieht zwar nicht, dass er aktiv ist, aber die Untersuchungen zeigen darauf, dass die Anzahl der Einschlagskrater um diesen Vulkan herum deutlich geringer ist als in der Umgebung. Und das bedeutet, dass er Krater, die schon früher da waren, wieder mit Lava überschüttet hat. Und das bedeutet, dass er
immer noch relativ aktiv ist und vor nicht allzu langer Zeit auch noch ausgebrochen ist. Und das passt irgendwie gar nicht zum Bild, was man vom Mars hat. Ja, ich gehe da ein bisschen drüber, weil es noch viel mehr Vulkanismus gibt, aber das würde jetzt ein bisschen zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Was ein sehr interessanter Befund ist, wenn man sich hier mal die größten Asteroiden anschaut, in der Mitte Ceres, der ist fast 1000 Kilometer groß und hat fast ein Viertel der Masse von all diesen 400.000 Asteroiden in sich vereint, ein Viertel davon in einem Asteroid, also der größte. Und man sieht hier auch einige kleinere, aber ein sehr interessanter ist Chariklo, 250 Kilometer Durchmesser, man sieht den rechts unten, und überraschenderweise hat man festgestellt, der hat Ringe, so wie der Saturn. Und das sehen die Astronomen jetzt wirklich auf dem Schlauch, weil beim Saturn kann man sich vorstellen, so ein Riesenplanet, der hält so ein Ringsystem irgendwie in Schach, ja, für eine Weile. Aber so ein ganz kleiner Asteroid, wo sollen die Ringe herkommen, wie lange können die überhaupt halten, da sind die Zeitskalen ganz andere, die müssen schnell wieder verschwinden. Das heißt, es ist hier ein Phänomen, was sicherlich vorübergehend ist. Und da es eine der ersten Asteroiden ist, die man auch im Detail untersucht hat, geht man jetzt davon aus, dass es ein Phänomen ist, was auch öfters vorkommen wird. Und da ist die große Frage, wie kann das überhaupt in einem sehr alten Sonnensystem sein, dass Asteroiden Ringe haben. Ja, ich hatte gesagt, ich komme noch mal kurz auf die Kometen zu sprechen. Kometen sind eigentlich nichts anderes wie auch Asteroiden, könnte man sagen, von der Zusammenstellung her, von der Größe her vergleichbar. Aber was ganz anders ist, sind ihre Bahnen. Die Bahnen sind nicht schön um die Sonne zwischen Mars und Jupiter, sondern sie sind sehr langgezogen und kommen deshalb der Sonne sehr nah. Und wenn sie der Sonne sehr nahe kommen, und sie bestehen zum Teil aus Wassereis und andere Gase oder leichte Elemente, dann fängt die Sonne an, die Dinge aufzuheizen und dann fängt das Wasser an zu verdampfen und dann sprühen die das in die Gegend herum und das sieht man dann als Schweif hinter dem Kometen her und das macht sie eben zu Kometen und nicht zu Asteroiden. Und schon relativ früh, 1950, hat Oort, ein holländischer Astronom, hat gesagt, ja, aber wenn die Kometen so ein paar Mal an der Sonne vorbeigekommen sind, dann sind sie ausgebrannt. Ja, dann ist alles Gas und alles Wasser ist verdampft und weg. Und dann, wieso sehen wir die überhaupt? Wenn das Sonnensystem so alt ist, dann müssen irgendwo ein Reservoir sein, wo immer wieder neue Kometen herauskommen. Weil sonst würde das ein Indiz sein, dass das Sonnensystem überhaupt sehr jung wäre, was auch schon damals nicht akzeptiert wurde. Und deshalb hat man dann eben diese riesen Wolke von Kometen unterstellt. Die kann man nicht sehen, aber es wird unterstellt, dass es die gibt, aus dem immer wieder neue Kometen durch Störungen von Nachbarsternen in das Innere des Sonnensystems gelangen, teilweise dann eingefangen werden von den Planeten und deshalb Kometen für uns immer noch da sind. Das ist die Erklärung, aber in Wirklichkeit braucht es natürlich eigentlich diese Hypothese nicht, wenn das Sonnensystem viel jünger wäre. Und außerdem gibt es mit diesen Kometen auch ein Problem, was immer noch nicht geklärt ist und vielleicht auch nie geklärt werden kann. Das hier ist ein Bild, so eine Grafik, die Punkte auf der linken Seite, das sind Kometen, die haben sehr lange Bahnen. Das sind sogenannte langperiodische Kometen. Umso mehr nach links, umso länger ist die Bahn. Und die auf der rechten Seite, die oben die Punkte, das sind die sogenannte kurzperiodische Kometen, die kommen ja alle 7 bis 10 Jahre zurück. Dazwischen gibt es aber einen Bereich von Kometen, die man erwarten würde aufgrund der Theorie. Da müsste es eigentlich ganz viele geben, da gibt es fast keine. Also das ist das sogenannte Fading-Problem. Fading ist ja ein englisches Wort für verschwinden. Also die Frage ist, wo sind die geblieben oder warum gibt es die nicht? Es gibt einen Artikel von Weismann auf 2011, der sagt, dass kurzperiodische Kometen eine größere Chance haben, auseinandergerissen zu werden und dass deshalb dieser mittlere Bereich fehlt. Hört sich erstmal gut an, aber wenn man es genau liest, dann ist es nur eine Umformulierung desselben Problems. Weil er hat Simulationen gemacht, indem er Parameter setzen kann und die Parameter so angepasst, dass dieses Bild ungefähr hervorgerufen wird. Aber der Hauptparameter sagt dann, diese Kometen, die da in der Mitte sind,
die haben eine größere Chance, kaputt zu gehen. Dann verschwinden sie natürlich. Also das ist ja keine Erklärung, das ist ja nur in anderen Worten das selbe Problem nochmal dargestellt. Ja, auch da werde ich drüber gehen, auch wenn es sehr spannend ist. Eine interessante Geschichte ist folgende. Bei der gängigen Entstehungstheorie des Sonnensystems geht man davon aus, dass die Objekte, die ganz weit weg sind, also weiter als Neptun, in der sogenannten Kuipergürtel, dass die vom Anfang an da waren, auch dort entstanden sind und abgekühlt sind und deshalb auch nie heiß geworden sind. Dann hat man in der sogenannten Stardust-Mission, hat man Staub eingefangen von einem Kometen, Weil 2, von dem man davon ausging, dass er aus diesem Kuipergürtel stammt und dass er deshalb aus sehr altem, aber kaltem Material entsteht. Was man aber festgestellt hat, das Material ist sogenanntes kristallines Material. Das heißt, es muss im Laufe seiner Geschichte irgendwann mal über 1500 Grad erhitzt worden sein, um diese Form zu bekommen. Und das passt überhaupt nicht zu dieser Entstehungstheorie. Das heißt, auf einmal weiß man nicht, wo diese Kuipergürtelobjekte herkommen. Die normale Entstehungstheorie an der Stelle gilt auf jeden Fall nicht mehr. Jetzt kommen wir zu noch ein paar wirklich neuere Erkenntnisse. Eines davon, und für die, die Studium Integrales Journal gewissenhaft lesen, die können jetzt ein bisschen einschlafen, weil die paar, die jetzt kommen, die sind alle in den letzten ein, zwei Jahren im Studium Integrales Journal auch beschrieben worden. Und für die, die es noch nicht gelesen haben, die müssen es dann jetzt nicht mehr lesen, weil ich es ja jetzt erzähle. Der Ceres, der größte Asteroid, der wurde inzwischen auch von der Raumsonde Dawn besucht und vermessen und da hat man ein paar interessante Sachen entdeckt. Das erste ist, die Oberfläche, die sieht sehr weich aus. Ich meine, sogar wir als Laien können das sehen, wenn wir das so sehen, die Kraterränder scheinen irgendwie so ein bisschen verblasst, könnte man sagen. Also keine tiefe Krater, sondern es sieht so aus, als wäre es eine weiche Oberfläche und wenn dann etwas darauf einschlägt, dann dämpft das so und dann ist das fast weg. Und genau das hat man auch entdeckt, dass da sehr, sehr wasserhaltig ist. Man sieht das hier auch an der mittleren Dichte mit 2 Gramm pro Kubikzentimeter. Für die, die es in der Schule vergessen haben, Wasser hat 1 Gramm pro Kubikzentimeter, Gestein hat ungefähr 5. Das heißt, wenn das Ding wirklich aus Gestein bestehen würde, dann müsste die mittlere Dichte bei ungefähr 4 bis 5 liegen. Wenn er bei 2 liegt, bedeutet das, dass ein sehr hoher Anteil ist an sehr leichten Elementen und von dem Spektrum her, was man messen kann, ist eigentlich ersichtlich, dass es Wasser ist. Und deshalb geht man davon aus, dass dieser Planet, dieser Asteroid sehr viel Wasser enthält unter der Oberfläche, die wir sehen. Also die Oberfläche wird quasi eine Dreckschicht, könnte man sagen, die drauf liegt und darunter wäre Wasser. Und neueste Messungen, man kann das heutzutage wunderschön alles vermessen, mit Gravitationsmessungen und Radar, geht man davon aus, dass unter der Oberfläche tatsächlich ein echtes flüssiges Wasser, salzhaltiges flüssiges Wasser sich befindet und deshalb wirklich ein Wasserozean unter der Oberfläche sich hier verbirgt. Und das ist echt eine Überraschung, mit der man jetzt gar nicht gerechnet hat. Eine zweite interessante Geschichte, der Pluto, der nicht mehr Planet am Rande des Sonnensystems, ist ja ziemlich klein, es ist ja kleiner wie unser Mond. Und wir wissen, unser Mond hat keine Atmosphäre. Der Pluto aber hat eine Atmosphäre, obwohl er sich da am Rande des Sonnensystems befindet. Und bei so kleinen Körpern geht man davon aus, dass die Atmosphäre auch wieder verschwindet, weil die Gravitation kann diese Atmosphäre einfach nicht halten. Das heißt, sie dampft aus im Weltall, es sei denn, es gibt Nachschub. Und beim Pluto ist auch ziemlich klar, wo der Nachschub herkommt. Da gibt es ja diesen riesen Gletscher, den man da in der Mitte sieht, Sputnik Platnitia, und der besteht aus Stickstoffeis. Und der Pluto, wenn er ein bisschen näher an der Sonne ist, der hat eine ziemlich elliptische Bahn, also kommt er auch der Sonne mal näher und dann wieder weiter weg. Wenn er näher kommt, dann fängt dieses Stickstoffeis an zu verdampfen und dadurch entsteht dann die Atmosphäre oder wird angereichert. Wenn der Pluto dann in der kalten Seite seiner Bahn kommt, also im Winter könnte man sagen, dann verschwindet das teilweise aus dem Weltall,
und teilweise sublimiert das wieder zu Stickstoffeis. Und dann wird die Atmosphäre wieder dünner. Da wurde sehr viel modelliert inzwischen und das hat man, meinte man, alles verstanden. Und jetzt gab es allerdings einen interessanten Befund, dass diese Atmosphäre ganz plötzlich einen deutlichen Druckabfall erlebt hat, mit dem man überhaupt nicht gerechnet hat. Und jetzt wird diese ganze Sache in Frage gestellt. Die spannende Frage ist, wie alt ist dann eigentlich überhaupt dieser Gletscher? Und wie lange kann er diese Atmosphäre überhaupt noch füttern? Oder ist das nur ein vorübergehendes Phänomen? Und wir haben hier wieder mit so einer Situation zu tun, wo die Leute sagen, wir leben genau zufällig in der Zeit, wo wir die Atmosphäre von Pluto sehen können. Davor war sie nicht da, später wird sie auch wieder weg sein. Und wo dieser Gletscher herkommt, ist auch eine spannende Frage. Also solche Befunde mag ich sehr gerne, wenn man da einfach sieht, dass etwas nicht stimmt oder dass große Fragezeichen da sind. Eine ähnlich spannende Geschichte ist Arrokoth, der ferne Schneemann. Was ist das? Als New Horizons am Pluto vorbei war, hat man den weiter rausgeschickt in den Kuipergürtel und hat man gesagt, okay, wo soll er denn jetzt hinfliegen? Ja, und dann hat man dieses Objekt entdeckt, eine Größe von so 20, 30 Kilometer. Und da ist er dann hingeflogen und hat es auf kurze Distanz dann fotografiert. Und dann stellt man fest, dieses Objekt besteht aus zwei Teilen. Und der eine ist eher so eine runde Kartoffel und der andere ist eher eine platte Scheibe. Und die sind aneinander gekettet. Und auch das hat sehr viele Fragen wieder aufgeworfen. Wie kann sowas überhaupt entstehen? Dass es in dem Kuipergürtel immer so chaotisch zugegangen sein soll am Anfang des Sonnensystems, wird jetzt stark in Frage gestellt, weil solche Dinge können ja nur aneinander kommen, wenn sie sich ganz sanft annähern und dann irgendwas da ist, wie zum Beispiel Eis, was sie dann gerade zusammenhält. Die Gravitation ist ja sehr gering, also es muss ja wirklich, die müssen sich geküsst haben. Ja? Alles andere hätte dazu geführt, dass sie sofort wieder auseinandergeflogen wären. Und man geht davon aus, dass es mehr solche Objekte gibt und die ganze Entstehungstheorie steht hier auch wieder mit einigen Fragezeichen da. Ja, eine spannende Geschichte ist auch Bennu. Bennu ist ein kleiner Asteroid. Normalerweise würde er uns überhaupt nicht interessieren, aber der kann der Erde sehr nahe kommen. Und es wurde schon Berechnungen angestellt, sehr viele, ob er wirklich mal auf die Erde stürzen könnte. Und es hat sogar dazu geführt, dass man eine Sonde, Raumsonde Osiris-Rex, warum auch immer der so heißt, dahin geschickt hat. Und er hat sogar eine Probe von dem Bennu genommen, um den genau zu untersuchen, aus welchem Material der besteht. Aber schon auf diesem Bild, was da aufgenommen wurde, kann man sehen, dass es eher so ein Geröll ist. Also das ist irgendwie so ein Klumpen Erde aneinander geklettet. Und weil keine sonstige Schwerkraft da ist, als nur die eigene Schwerkraft, bleibt das zusammen. Aber man weiß, wenn man dieses Ding auf der Erde einfach liegen lassen würde, das würde einfach wie so ein Haufen Sand auseinanderfallen. Ja? Also sehr interessante Geschichte. Auch hier wieder die Frage, wo kommt sowas her? Wie kann sowas entstehen? Und was man auch noch gemerkt hat, ist, dass er auch noch Masse ausstößt. Das heißt, er ist irgendwie aktiv, der gast aus. Und bei einem sehr alten Objekt würde man das überhaupt nicht erwarten. Ja, und dann gab es auch noch einen interessanten Kometen, Hartley 2. Den hat man auch mit einer Raumsonde besucht und festgestellt, dass der nicht Wasserdampf ausstößt, was man normalerweise bei Kometen erwartet, sondern CO2, also Kohlendioxid. Das, was uns so Sorge macht im Moment, das stößt er einfach frei in den Weltraum hinaus. Und zwar in Unmengen. Und das Interessante ist, wenn wir Kometen von der Erde aus beobachten, dann können wir das nicht sehen, weil unsere Erdatmosphäre genau diesen Frequenzbereich, den man dazu bräuchte, eben abschirmt. Ja, das ist ja auch, warum die CO2 für die Erdatmosphäre so gefährlich ist, weil eben genau diese Strahlung da nicht durchgelassen wird. Und deshalb hat man das bislang nicht so im Blick gehabt. Und jetzt ist die große Frage, ob nicht viele Kometen viel mehr CO2 ausstößen als Wasser. Und warum ist das so interessant? CO2 hat einen viel tieferen Gefrierpunkt als Wasser. Das heißt, wenn ein Komet der Sonne ein bisschen nahe kommt, dann würde man erwarten, dass als erstes das ganze CO2 ausgedampft ist, bevor das Wasser überhaupt zum Tragen kommt. Wenn aber Kometen sehr viel CO2 ausstoßen, dann ist generell die Frage, ob sie nicht alle jünger sind als gedacht
und das eben keine Ausnahme ist, sondern eher eine allgemeine Tatsache. Deshalb muss man das jetzt weiter verfolgen, ob noch weitere Kometen dasselbe Phänomen aufzeigen. Ja, ich habe jetzt fast eine Stunde geredet, nee, anderthalb Stunden fast, ich weiß nicht genau, fast eine Stunde. Wie viel Zeit gibst du mir denn noch, Henrik? 8 Minuten kriege ich noch von dir. Weil es noch 8 Seiten sind, danke. Hast ja gut gerechnet. Gut, dann machen wir das, 8 Minuten. Der 5. Planet. Ja, dieses Bild hier zeigt das Planetensystem oder das Sonnensystem von oben. Die Sonne in der Mitte ist ja gar nicht zu sehen, aber die einzelnen Planeten sind zu sehen, Merkur, Venus, Erde, Mars und dann die ganze Bänder mit den Asteroiden. Und man sieht, dass die Asteroiden irgendwie so in Gürtel angeordnet sind. Also es gibt bestimmte Bereiche, wo keine Asteroiden da sind. Es gibt auch Asteroiden, die sich zum Beispiel auf der Bahn vom Jupiter befinden. Das ist ganz außen. Das sind diese grünen Punkte. Und es ist so, dass die Störungen durch die Planeten, hauptsächlich durch Jupiter und Saturn, aber auch ein bisschen von den Innenplaneten, diese Störungen führen dazu, dass bestimmte Bahnen nicht stabil sind. Das heißt, wenn ein Asteroid sich auf diese Bahn bewegen würde, dann würde er einfach da rausgeworfen werden. Und auf dem Bild rechts ist das ein bisschen anders dargestellt. Da schaut man einfach im Blau, wie viele Asteroiden gibt es dann bei welchem Abstand von der Sonne. Ja, das heißt, es ist quasi so ein Scan durch die Asteroidengürtel, wo befinden sich die meisten Asteroiden. Und da sieht man auch ganz klar diese Häufungen. Und die Bereiche zwischen den Häufungen, das sind ja diese Instabilitätsbereiche, wo Asteroiden sich nicht halten können, durch die Störungen. Die heißen die sogenannten Kirkwood Gaps. Jetzt hat man sehr viele Simulationen gemacht und festgestellt, die heutige Konstellation im Sonnensystem kann diese Kirkwood Gaps nicht so richtig erklären. Also man kann sie ungefähr erklären, aber die Tiefe und die Breite, das stimmt irgendwie nicht mit den Simulationen überein. Und deshalb gibt es jetzt eine Theorie, die sagt, der Jupiter, der soll in Wirklichkeit früher weiter von der Sonne weg gewesen sein und erst später dahin gebracht worden sein, wo er jetzt ist. Und da ist natürlich die spannende Frage, ja, wo kommt das denn her? Der Jupiter bewegt sich nicht einfach von einer auf die andere Bahn. Er beeinflusst die Bahnen von anderen, aber wird selbst ja eigentlich nicht beeinflusst. Deshalb gibt es dann eine weitere Hypothese, die sagt, es gab mal einen großen Planeten im Sonnensystem, der jetzt verschwunden ist, und der soll bei seinem Verschwinden den Jupiter nach innen und den Saturn nach außen bewogen haben. Das heißt, er hat die beide quasi aus ihrer Bahn geschossen oder in eine neue Bahn gebracht. Das Interessante ist, dass es auch die Theorie gibt, dass man sagt, die Asteroiden selbst sind vielleicht die Folge von einem solchen Planeten, bei dem irgendwas passiert ist und sie sind nur noch die Überbleibsel dieses Planeten. Aber diese Theorie sagt, die Asteroiden gab es zwar schon immer, aber Jupiter und Saturn wurden von diesem Planeten in eine andere Bahn geworfen. Das ist also ein interessanter Gedanke. Und jetzt gibt es aber neuerdings einen weiteren Artikel. Man sieht hier, das ist erst 2 Jahre alt, 2018. Die kommen ein bisschen zu einem anderen Schluss. Die sagen, dass in Wirklichkeit das nicht ganz am Anfang des Sonnensystems, also bei der Entstehung, schon recht früh passiert ist, sondern erst vor kurzer Zeit. Und deshalb deshalb auch andere Dinge im Sonnensystem damit erklärt werden können. Und die kommen sogar zu dem Schluss, dass sogar die Ringe von den Saturn und die retrograde Bahnen von den Monden, Triton und so weiter, dass die alle durch einen solchen 5. Planeten erklärt werden können. Ich finde das eine sehr spannende Frage, weil dieser Gedanke, dass eine Katastrophe im Sonnensystem passiert ist, der für all diese besonderen Dinge gleichzeitig verantwortlich ist, dieser Gedanke wurde bislang von den Astronomen eigentlich stark von der Hand gewiesen. Das wäre alles normal, das wäre alles nur aus der Anfangszeit bei der Entstehung passiert. Und jetzt liest man Artikel, die sagen, das kann auch viel jüngeren Datum sein und eine Katastrophe passiert sein, die dieses Ausmaß hatte. Was es verursacht hat, weiß man nicht. Aber man sieht hier zum Beispiel, dass man hat das Ding sogar einen Namen gegeben, Dispos heißt er, warum auch immer. Wahrscheinlich, weil er verschwunden ist, also wegplatziert ist.
Und man kann sogar dann ausrechnen, aufgrund der Bahn von Saturn und Uranus, wie groß der gewesen sein muss. Also so sehr konkrete Ideen bestehen hier über diesen Riesenplaneten im Sonnensystem. Und jetzt mal kurz weiterblättern. Genau, aus diesem Paper habe ich hier zwei Zitate, sind zwar auf Englisch, aber ich denke, man kann das mitlesen, dass er zu dem Schluss kommt, dass auch der Ursprung von den Ringen und den irregulären Monden von den Riesenplaneten, zum Beispiel von Triton, dass das damit erklärt werden könnte. Also sehr spannende Geschichte. Und er kommt zu dem Schluss, dass dieser Planet erst vor ungefähr 100 Millionen Jahren verschwand. Da kann man sich fragen, warum das? Weil er davon ausgeht, dass er unter anderem die Ringe des Saturns verursacht hat, und von denen geht man davon aus, dass sie 100 Millionen Jahre alt sind. Das heißt, hier wird nicht unabhängig voneinander, sondern hier wird ein Ereignis an das andere gekoppelt und dann wird das beides dem gleichen Alter zugeordnet. Ja, es gibt weitere Simulationen, da würde ich jetzt nicht darüber gehen, die zu ähnlichen Schlüssen kommen, allerdings den Zeitpunkt wo ganz anders hinlegen. Aber trotzdem interessant, dass der gleiche Gedanke auch dort vorkommt. Ja, mein Fazit aus dem Ganzen. Viele Befunde im Sonnensystem implizieren Katastrophen in der Vergangenheit. Ich denke, da haben wir Beispiele von gesehen und ich habe auch bei weitem nicht alles genannt, was es zu sagen gibt. Einige von diesen katastrophalen Ereignissen scheinen nicht so lange in der Vergangenheit zurückzuliegen oder vielleicht sogar heute noch aktiv zu sein, wie zum Beispiel der Olympus Mons auf dem Mars. Und dann gibt es einfach zu viele Zufälle, also Dinge, die gerade zufällig jetzt passieren, wo man sagt, ja, das war früher anders und wird auch wieder anders sein, aber jetzt gerade im Moment sehen wir was Schönes. Also das wäre so was wie, wenn wir sagen, gestern gab es eine Mondfinsternis und morgen gibt es eine Sonnenfinsternis und übermorgen gibt es eine Konstellation von Jupiter und Saturn. Das wäre irgendwie komisch, wenn das alles gleichzeitig stattfindet. Ja, dann hat man das Gefühl, das stimmt etwas nicht. Ja. Es gibt und es gab sehr viel Wasser im Sonnensystem und deshalb kann man schon vorsichtig den Schluss ziehen, dass das Alter des Sonnensystems niedriger zu sein scheint als gemeinhin angenommen, wenigstens des Sonnensystems, so wie wir es heute kennen. Also die Konstellationen, so wie sie heute sind, dass die nicht so alt sind, wie man gemeinhin annimmt. Ein verschwundener Planet wird inzwischen als sehr realistisch angenommen. Eine Frage, die ich jetzt im Vortrag nicht gestellt habe, aber die bei mir im Hintergrund immer mitschwingt, ist die Frage, wir haben ja auf der Erde auch eine Riesenkatastrophe erlebt, die Sintflut. Und die Frage ist, ob die Sintflut auf der Erde auch mit diesen Katastrophen im Sonnensystem zusammenhängt oder dass es vielleicht sogar ein und dieselbe war. Und wenn das der Fall ist, dann ist die ganze Katastrophen im Sonnensystem sind Teil des Gottesgerichtes, das letztendlich auch die Sintflut dann mit ausgelöst hat. Ich weiß, das ist ein Gedanke, der ziemlich weit geht, aber bei mir war das auch mit ein Teil damals der Motivation, mich mit diesen Sachen zu beschäftigen. Und ich kann die Antwort immer noch nicht geben auf diese Frage, aber ich stelle sie weiterhin.